Servus und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Folge 31. Wir haben... Wow, das war knapp. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Wir haben endlich den Auftrag, Siebrand um die Ecke zu bringen. Und beim letzten Mal hatten wir den zwar auch schon, haben aber erfolgreich festgestellt, was es bedeutet, nicht schwimmen zu können. Nämlich hoffnungslos zu ersaufen. Super Idee, wie ich feststellen muss. Was zum Geier tue ich hier eigentlich? Hi. So, ich glaube, hier sind wir auch beim letzten Mal rein. Da sind nämlich lauter Besoffene, die uns ganz sicher nicht mögen. Und ich habe vor, trotzdem noch hier hinten hinzukommen. Die Frage ist nur, wie. Ich glaube, wir müssen erstmal versuchen, hier irgendwie entlang zu gehen und von hier hinten rüber, weil hier zu viele Wachen sind. Ich will auf jeden Fall diesen Aussichtspunkt da hinten. Ich will den Überblick über den Hafen haben. Bloß nicht zu nah an das Assassinenziel, sonst wird das getriggert. Haltet eure Augen offen! Er wird bestimmt wiederkommen! Nein, ich komme nicht wieder. Oh Gott. Du solltest dein Glück nicht ein zweites Mal auf die Probe stellen. Ich will doch gerade gar nichts. Wieso? Voleur! Tu paieras cher pour tes crimes! Gott, wie viele Wachen sind hier. Bandit, j'aurai capot. Viel zu viele. Da können wir rüber. Wenn der uns ins Wasser stößt, ne? So. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wo ist denn der? Moment. Vielleicht sollte ich mir den mal markieren. Ich muss den auch sehen. Ah, da. Ach, das Ding. Okay. Ja, da sind wir doch jetzt schon recht nah dran. Nein, tust du. Nein! Okay, irgendwie ja nicht, ne? Ich hab Schiss, wieder ins Wasser zu fallen. Wir gehen, glaube ich, lieber auf das Schiff da drüben. Oh ja. Das war einfach nötig, bevor der mich hier ins Wasser wirft. Kommt nicht näher. Weg. So, und jetzt da hoch. Aber geschwind. Richtig. Geschwind. Oder auch nicht. Wer hat diese Person umgebracht? Ich weiß nicht. Ich bin schon aus den Augen, aus dem Sinn. Hoffe ich zumindest. Wer hat diese Person umgebracht? Ja. Wie gesagt, ich will nur den Überblick über den kompletten Hafen einmal haben. Ja. Und ich meine, das ist ein Leuchtturm. Leuchtturm muss erklommen werden. Ah, da kann man hoch. Da kann man hoch. Na, komm schon. Oder auch nicht. Gott, gibt's das? Irgendwo muss es doch hier einen Weg hochgeben. Der auch funktioniert.
Sollte es etwa der am schwersten zu erklimmende Turm sein, den ich bis jetzt hatte? Da ist auch nochmal sowas. Das muss doch gehen. Ja, na also. So, bitte, danke. Und da ist... Oh, keiner oben. Das finde ich cool. So, einmal mehr. Na, ist doch schön. Der Hafen ist zwar klein, aber im Laufe dieser Reihe werden wir sicher noch den ein oder anderen Hafen zu Gesicht bekommen. So. Da drauf, dann Messer. Da hinten wollen wir, glaube ich, hin, oder? Da. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Na super. Und jetzt kann ich wieder nicht nach oben gucken. Tja, wie komme ich jetzt hier wieder sinnvoll weg? Ich will es halt echt nicht riskieren, ins Wasser zu fallen, wenn ich schon nicht schwimmen kann. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Das ging. Schon mal ein Anfang. Dann... Hauen wir den um, gehen hier rüber und jumpen jetzt. Nein, das gibt's nicht. Warum ist er nicht dahin gesprungen, wo er hinspringen sollte? Jetzt haben wir wenigstens das Problem des Rückwegs, nicht? Ich beeile mich jetzt auch wirklich. Und so gerne ich das jetzt rausschneiden würde. Diesen hammerharten Fail. Ich lasse es. Ich lasse es. Echt nicht zu fassen. Halt! Ihr dürft nicht passieren! Halt, ihr dürft nicht passieren. Ich tu's trotzdem. Ein Assassine! Tötet ihn! Haltet ihn auf! Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen! Tja. Kommt nicht näher! Da ist doch gar keiner. So. Schon mal das richtige Werkzeug auspacken. Und diesmal gehen wir wirklich dorthin, wo wir hinwollen. Das muss irgendwo da vorne sein. Sehr schön. Da sind wir. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Ja. Oder hofft ihr,
vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren! Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Ah, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Ich möchte ihn aufhalten. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Ach Gott. Dafür wirst du bezahlen. Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Okay. Ja, da gehören sie hin. Und da soll ich nicht durch dürfen, oder was? Prévenez-moi si vous l'apercevez. Tja, wie kommen wir jetzt an den Kerl ran? Prévenez-moi si vous l'apercevez. Wie kommen wir da jetzt ran? Ach, der steht direkt hinter mir, deswegen. Ist wieder so ein Besoffener, der ist auf uns. Au. Erbärmlich! Und nicht mit mir, du da! Du kannst nicht! Hör auf, du kannst mir entgehen! Na, das finde ich gar nicht lustig. Nee, oder? Okay, Hafen ist absolut mein Hassgebiet jetzt. Wirklich. Wenigstens werde ich jetzt hier wieder reingesetzt. Muss hier nicht wieder herlaufen, den ganzen Mist wieder anhören. Dann kann ich direkt was ausprobieren. Komme ich darüber? Ja, komme ich. Gut, man kann es ja auch einfacher haben. Hi Leute, ich stehe hier nur. Ich habe gar nichts getan. Ernsthaft, der ist da hinten auf dem Scheißschiff. Hätte ich mir auch mal angucken können. Ach, da hinten steht er. So ich dich wiedersehe, bist du ein toter Mann. Der schießt einfach mit Pfeilen in der Gegend rum, oder? Irgendwohin. Tja, ich denke, da müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Und ich denke, den Weg zu dem Schiff hatten wir schon mal. Warum würde jemand so etwas tun? Ja, nämlich da lang. Soyez vigilant. Il va revenir. Oh, das sind ein bisschen viele, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Gardez l'œil ouvert. Fein!
so keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern! Da ist er. Wow. Den Pfeil habe ich gehört, aber richtig laut. Okay. Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Da sind sie wieder. Und sobald die da weg sind, werfe ich dem was an Kopf. Ein Assassin! Die Rache Gottes! Du bist frei! So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich... Na, komm schon. Tut mir nichts. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr! Von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen, unterwerft Städte, tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr. Hm, irgendwie schon. So. Und jetzt wird's lustig. Dann jetzt müssen wir hier irgendwie entkommen. Und zwar möglichst ohne... So. Jetzt erstmal schön Ruhe haben. Jetzt müssen wir hier irgendwie raus und zum Büro, ohne nochmal irgendwo ins Wasser zu fallen. Ja, ja, ein Assassine. Ist schon klar. Lass mich los. Gekämpft wird erst wieder beim Büro. Ja. Wo ist das Büro? Wieso ist es so weit weg? Partisanen, sehr schön. Go, 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 go. Doch, doch, ich entkomme. Thank you.
Ja, und zwar richtig perfekt. So, da hinten ist das Büro. Und da wollen wir gleich hin. Hier ist es. So, wir sind in Sicherheit. Und wie das Ganze hier weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich nicht mehr ganz so viel in Wasser falle. Naja, bis dann, wenn es wieder heißt Assassin's Creed mit Sarkos. Ciao, ciao.